Bodo Krause ist noch immer fassungslos. Er glaubt, dass sein schwerkranker Bruder Opfer einer Erbschleicherin wurde. Und er fragt sich, ob er das hätte verhindern können. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, ihn besser zu schützen. Sein Bruder sei vereinsamt gestorben. Das Familienerbe gehöre heute einer fremden Frau. Rückblickend bestürzt mich am meisten, wie einfach es eigentlich ist, eben so alte, hilflose Menschen zu vereinnahmen. Sie um ihr Vermögen zu bringen, um von ihrem Umfeld abzutrennen. Sie gehören zu den infamsten unter den Verbrechern, Erbschleicher. Ihre Opfer sind alt, oft krank und meist wehrlos. Guten Abend zu Report live aus Mainz. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bereits vor 2 Jahren haben wir über die Ausplünderung von älteren Menschen durch Erbschleicher berichtet. Auch weil wir damals den Eindruck hatten, die Zuständigen in der deutschen Politik, sie ducken sich weg. Jetzt haben wir uns das Thema wieder vorgenommen und dabei unter anderem festgestellt, andere Länder schützen ihre älteren Bürgerinnen und Bürger wesentlich aktiver gegen Erbschleicherei. Aber der Reihe nach. Ein Bericht von Monika Antes und Manuela Dursun. Bodo Krause und sein Bruder Günther sind in Brandenburg aufgewachsen. Schon zu DDR-Zeiten waren die Bäckerei Krause und das große Mietshaus im Familienbesitz. Das war eine Institution. Also die größte Bäckerei in der Stadt. Vor 20 Jahren sei sein Bruder Günther an Parkinson erkrankt. Und als dann vor 6 Jahren seine Frau gestorben sei, sei er zusammengebrochen. Er war also durch den Verlust nach 50 Jahren Ehe sehr geschockt und mental angeschlagen. Vereinsamt und schwer krank lernt der Bruder ein Jahr später eine 25 Jahre jüngere Frau kennen. Er kannte diese Frau nicht und sie ist dann auf ihn zugegangen und hat seine Bekanntschaft gesucht. Ich war erst mal froh, dass sich jemand um meinen Bruder kümmert, weil er ja unter seiner Vereinsamung sehr gelitten hat. Doch schon sehr bald wird ihm klar, die Frau nutzt die Beziehung aus. Bodo Krause zeigt uns eine Vorsorge- und Generalvollmacht, die sein Bruder der Frau erteilt hat. Und ein Testament, das sie zur Alleinerbin eines mehrere hunderttausend Euro umfassenden Vermögens macht. Abgefasst schon 6 Monate nach dem Kennenlernen. Mein Eindruck war, dass die Frau es auf sein Vermögen abgesehen hat. Hat diese Frau tatsächlich einen alten, schwerkranken Mann ausgenommen? Wir fahren zu dem Haus, das sie mittlerweile geerbt hat. Hier treffen wir auch einen ehemaligen Mieter. Jörg Friedrich hatte über Jahre ein gutes Verhältnis mit Günther Krause. Nach seiner Beobachtung habe die Frau den Kontakt zu ihm und anderen Mietern unterbunden. Für mich ist es vollkommen klar, dass der Mann hier in seinem eigenen Haus als Gefangener in seiner eigenen Wohnung gelebt hat. Das wünscht man keinen, glaube ich, was der Mann in den letzten Monaten durchgemacht hat. Wir versuchen, die Frau zu erreichen, wollen wissen, was sie zu den Vorwürfen sagt. Doch wir treffen nicht die Frau an, sondern ihren Ehemann. Wie erklären Sie sich denn, dass ein praktisch wildfremder Mann ihrer Frau ein Haus vererbt und ähnliches? Hier gab gar nichts zu erklären. Ihrer Frau wird auch vorgeworfen, dass sie den sehr stark abgeschottet hat. Ist doch gar nicht wahr. Dass man mit dem kaum noch telefonieren durfte. Ist doch gar nicht wahr. Die Leute haben freien Zugang gehabt. Okay. Wenn die gelingen haben, ist die Tür aufgegangen. Auch seine Frau erklärt später schriftlich, alle Vorwürfe seien haltlos. Landeskriminalamt Berlin, Spezialdezernat für finanzielle Ausbeutung alter Menschen. Was sagt Kommissarin Annette Mau zu unseren Recherchen? Ihre Einschätzung? Also der Fall ist absolut klassisch. Täter kommen in ein Gefüge hinein und machen sich gut, also beliebt. Sie kümmern sich, sie sorgen, bieten Hilfe an. Nach dem Gutmachen machen sie alle anderen potenziellen Kontrolleure, Aufpasser schlecht. Das nennen wir Schlechtmachen. Und der dritte Schritt ist das Wegmachen, sprich das Vermögen wird einfach weggenommen. Sie kennt hunderte Fälle, die Schäden gehen in Millionenhöhe. Das bestätigt uns auch Rechtsanwalt Dietmar Kurze. Es ist eine ganz klare Zunahme vom Missbrauch von Vollmachten festzustellen. Es geht oft um ganz erhebliche Beträge, halt ganze Vermögen, mehrere Immobilien, viele Hunderttausend oder sogar Millionen auf den Konten. Was tut die Bundesregierung dagegen? Bereits vor 2 Jahren hatten wir viele solche Fälle recherchiert.
Die Bundesregierung sah darin kein Problem. Es handele sich um Einzelfälle. Jetzt greift die Opposition das Thema auf. Die FDP fordert die Regierung zum Handeln auf. Sie muss zum einen das Thema Beratung und Aufklärung ernst nehmen und entsprechend eine Stelle schaffen oder auch eine Struktur schaffen, wo das stattfindet. Und sie muss endlich anfangen, nachhaltig Daten und Zahlen darüber zu sammeln, wie sehr ist das Thema mittlerweile in Deutschland ein Thema. Das Bundesjustizministerium erklärt auf unsere Nachfrage, man plane weder statistische Erhebungen noch eine nationale Anlaufstelle. Dabei zeigen andere Länder, dass so eine Anlaufstelle Sinn macht. Wir sind in Zürich. In der Schweiz gibt es seit vielen Jahren unabhängige Beschwerdestellen, wo man sich auch bei finanziellem Missbrauch beraten lassen kann. Dass es so etwas in Deutschland nicht gibt, kann Albert Wettstein nicht verstehen. Das Entscheidende ist, dass die Zivilgesellschaft sich des Problems bewusst ist und hinschaut und merkt und dann, jetzt müssen wir wieder was machen. Und dann eine Instanz, wo man hingehen kann. Muss jedermann, sollte in Deutschland wissen, wo muss ich mich melden, wenn ich das Gefühl habe, meine Tante wird ausgenommen von ihrem Sohn oder von sonst jemandem. Seit ein paar Monaten gibt es außerdem eine nationale Anlaufstelle mit einer zentralen Telefonnummer. Außerdem gibt es hier eine der ersten repräsentativen Studien zum Umfang des finanziellen Missbrauchs. Das Ergebnis ist deutlich. In der Schweiz ist jeder 10. über 85-Jährige von finanziellem Missbrauch im privaten Umfeld betroffen, also rund 40.000 Senioren. Übertragen auf Deutschland wären das rund 230.000 Betroffene, allein bei den Hochbetagten, mehr als nur Einzelfälle. Zurück in Deutschland. Bodo Krause und seinem Bruder hat niemand geholfen. Er ist von der Politik enttäuscht. Das Thema ist bekannt und keiner macht was. Es müsste, also meiner Ansicht nach, dringend etwas gemacht werden.